So, hallo Bible-Fans. Ich sollte den Randaggio vorstellen. Randaggio ist unser sogenannter Einstiegwein. Er wird aus den französischen Traubensorten in den Weinbergen, die in den 90er Jahren gepflanzt sind. Wir haben immer ein bisschen Merlot irgendwo in den Weinberg, Merlot, Cabernet. Und ich will den anderen Weinen freihalten von französischen Traubensorten. Deshalb machen wir 100% Sangiovese in den Chianti, in den Guercio und den Uno. Und in diesen Wein kommt das Rest. Aber ich wollte was anderes machen als ein super Tusken, großer, dicker Wein. Deshalb kommt er 40% in 40% ganze Trauben und das Rest alles in Zement. So im Prinzip der gleiche Ausbauart wie der Guercio. Ein Guercino, so ein kleiner Guercio, aber sollte sehr frisch und erfrischend sein. Er ist sehr gut, auch ein bisschen kalt, so direkt aus der Eiskugel zum Fisch und weiße Fleischgerichte und schmeckt fast wie ein Gamay, so ein Beaujolais-artigen Wein. Das ist alles, was ich dazu habe. Vielleicht auch der Name. Randaggio ist streuender Hund, so ein Hund. Wir haben dann, erster Jahrgang hieß Meticcio und das war so ein kleiner Mischlingshund. Aber wir mussten den Namen für bürokratischen Gründe mussten wir ändern und dann sind wir auf den Ideen in Randaggio. So ein bisschen ich, da ich schon sehr lang von England weg bin und ich habe gedacht, das ist ein schöner Name mit der englischen Bulldog mit der Augenklappe. So, zum Wohl, vielen Dank, bis bald, tschüss.